Ich will großzügig sein. Ich gebe euch eine letzte Chance. Macht es euch leicht und verschwindet einfach. Wir lassen dich hier nicht durch, Osaram. Wenn du ein Blutbad willst, liegt das auf deinem Gewissen. Wirklich typisch, Karja. Immer müssen sie alles komplizierter machen als nötig. Okay, Jungs. Ihr habt's gehört. Macht euer Gewissen bereit. Moment mal, Tolland. Du schon wieder? Also, ich verliere langsam die Geduld. Ich hab den Sturmvogel abgeschossen. Die Beute gehört mir. Mir ist egal, wer mir im Weg steht. Nora, Wilde oder zerlumpter Schattenkarja. Ich hol sie mir. Willst du das wirklich tun, Tolland? Du weißt, wer ich bin. Glaubst du etwa, dass ein einzelner Osaram es mit mir aufnehmen kann? Wir sind zu fünf. Die haben Angst. Geil. Ach, verdammt. Alles klar, Sven. Viel Spaß. Okay. Du gewinnst. Ja, der Fotomodus ist auch Hammer. Ja, das ist mega gut hier. Ich brauche die Beute ohnehin nicht. Aber diese Leute können jede Hilfe brauchen. Also los, Jungs. Zurück nach Kettenkratz. Ich brauche einen Drink. Aloy, und wieder danken wir dir. Bitteschön. Nimm dieses Herz. Kauf damit Essen, Kleidung, Unterkunft für dein Volk. Vielleicht sogar Land für eine neue Heimat. Ich... Das ist... So etwas entscheidet Savoha. Nein, es tut mir leid, Lukasha. Savoha kommt nicht wieder. Es tut. Ja, das ist hart. Aber dein Volk braucht einen Anführer. Geh nach Ketten. Such dort die Schmiedin auf, Petra. Gib ihr das Sturmvogelherz. Sie kümmert sich um dich und dein Volk, bis du wieder auf den Beinen bist. Geh deinen Weg. Ich versuche es, Aloy. Was bleibt mir übrig? Es waren 3,99. Er hat es jetzt wirklich... Hier. Bitte nimm das hier. Das ist doof, ey. Ich hätte es da so gegeben, Mann. Ein wenig. Dann auf nach Kettenkratz. Egal. Ja. Möchte jemand hier Wallpaper? Nein, Spaß. Oh, 5 Punkte habe ich. Oh. Dann machen wir mal hier ein bisschen was. Halte mehr Schaden aus. Ja, das wäre ganz cool. Was ist das hier? Dreifach-Häcksler. Ich will deine Cappy. Nein, die möchte ich behalten. Erhöht deine Waffenausdauerlimit. Baue Mut schneller auf. Aktiviere deinen auslösenden Mutstoß. Okay. Malt sie sich denn an? Jägerbogen, feuere eine nach oben gerichtete Pfeilsalve ab. Geil. Ich weiß nicht mal, wie man das benutzt. Du hast deinen Mutstoß ausgerüstet. Mutstöße sind extrem mächtige, seltene Fähigkeiten, die in einem Kampf augenblicklich das Blatt wenden können. Fülle deinen Mutstoßleiste und entfessel diese ultimative Kraft. Mut verdienst du durch taktischen Spielen und sobald ein Segment der Mutstoßleiste voll ist, aktiviere deinen Mutstoß, indem das Waffenrad öffnest L1 und R1 tippst. Mut zum Stoßen, ich verstehe. Schalte im Fertigkeitsbaum zusätzliche Stufen, eine Mutstoß frei. Okay. Geil.
Du hast deinen Mutstoß ausgerüstet, Lys. Denkst du denn schon wieder von mir? Genug Punkt. So, wir haben jetzt die Sachen aber alle erledigt hier, ne? Gehen wir zur Hauptmission weiter, würde ich sagen, oder? Warte mal. Die Höhle kann ich noch nicht machen, weil ich nicht tauchen kann. Quest. Ja. Da muss ich sowieso hin. Bin doch frei. Nein, du bist im Keller eingesperrt. Alle Subs sind im Keller. Nein, du bist generell auch nicht frei. Einmal eingesperrt, immer eingesperrt. Hättest du wohl gern. Ich habe keinen Platz. Das kommt in meinen Vorrat. Wenn ich schon wieder denkt, als ob wir irgendwo anders frei wären. Schaut man nicht einfach mal vorbei. Es ist hart hier draußen. Okay. Ich tue, was du willst, oh gnädige Herren. Wird ja auch mal Zeit. Bildschirm verendet. Nein, geh da nicht hin. Geh da nicht rein. Wollte ich Ben gerade mit so einer Sperrmine töten? Ja, wollte ich. Ich hab Bock, den hinterher zu rennen. Ich hab dir nur widersprochen. Ich hab damit angefangen. Was habt ihr da schon wieder gemacht? Schreibe nicht, was er getan hat. Jetzt werde ich wieder gehauen. X hat eh nichts mehr zu melden. Er wurde für 5 Euro gebannt. Sonnenreichs vor dem verbotenen Westen. Ein Karja-Horn. Vielleicht heißt das, die Gesandtschaft beginnt bald. Hörner,
Okay, ich muss rausfinden, wer hier das Sagen hat. Aber zuerst sollte ich Vorräte auffüllen. Vielleicht sollte ich mich mal umsehen. Ja, wir werden erstmal hier. Die Retterin von Meridian. Ja. Ah, Retterin, sag mal, du bist nicht zufällig auf dem Weg ins Niemandsland, oder? Vielleicht. Wieso fragst du? Ah, tja, offen gesagt, es gibt Schätze im Westen. Herrenloser Schrott und altes Metall. Und ich habe eine starke Truppe Plünderer, die sich dort auskennen. Hast du keine Angst vor den Tenakt? Doch, sehr. Aber ich mache die meisten Geschäfte im Niemandsland. Neutrales Gebiet und so weiter. Fahrlicht ist unser Zugangspunkt, wenn sie nicht gerade für Gesandtschaften schließen. Ich hoffe doch, deine Ankunft bedeutet, dass sie bald öffnen. Ich habe schließlich ein Geschäft zu führen. Ich will diese Gesandtschaft hier ebenso sehr wie du. Glaub mir, ich arbeite daran. Gut zu wissen. Und vergiss uns nicht. Wenn du den Weg freimachen kannst, findest du unser Hauptlager gleich hinter Fahllicht. Wir kaufen jeden Schrott, den du hast. Und wenn du Maschinenteile brauchst, ich hab einen Schatz zu verkaufen. Die Besten im Westen. Garantiert. Okay. Also bis später. Wenn du die verdammten Tore öffnen kannst. Ich bin wohl nicht die Einzige, die diese Tore öffnen will. Sie hat die Maschinen vernichtet. Das ist sie okay für mich. Was genau gelesen? Ich lese die ganze Zeit mit, was ihr da macht. Hey, das ist sie. Sie hat die Dornrücken ausgelöscht, ohne Hilfe. Ich hatte gehofft, dass du herkommst. Viel zu berühmt geworden hier. Auf geht's. Will niemand eine Runde Streit spielen? Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Bereit. Viel Glück. Wie ging das Spiel nochmal? Schrecklich, was ihr da schreibt. Okay, ich kann's schaffen. Was darf sein? Ein Tod. Schaffen wir das mal aus dem Weg. Eine weniger. Und runter vom Brett, Freundchen. Es schickt mich vom Brett. Finde ich kacke. Maschine erledigt. Ich bin dran. Ein Stichwort.
schätze, ich bin am Zug. Hallo, Elrolfe. So macht man das. Du kleiner... Rüstungstreffer. Ich dachte schon, ich sitze in der Klemme. Scheiße, dann treffe ich aber meinen auch. Du hast gewonnen. Ich muss wohl noch viel lernen. R2, oh. Aber was hat der denn da bitte? Gegnerisches Set. Boah, der hat ja ganz andere Sachen. Nur das hier. Fangen wir an. Mal hier alles aufbauen. Lass mich mal nachdenken. Ja, natürlich trifft er mich jetzt direkt. Und weg damit. Was hast du gerade gesagt? Und weg damit, ja? Guter Zug. Schätze, ich muss mir einen neuen Plan überlegen. Ja, mach mal. Ha, sieh an, du verschiebst meine Figuren. So läuft das also. Oh, mein Stichwort. Ich bin soweit. Und runter vom Brett, Freundchen. Boah, 4 Schaden. Zeit zu glänzen, Freundin. Schaffen wir das mal aus dem Weg. Schätze, ich bin am Zug. Oh, oh. Du beginnst. Gut gespielt, Freundin. Genieß deinen Sieg. Ja, ein Sieg. Gestern lost ein Spiel. Ich spiele gerade nur so ein Brettspiel. Alles gut. Nice, das geht ja super. Ich sehe auch, ihr habt euch ganz doll lieb und so. Lass uns anfangen.
Ich habe auch so eine coolen Figuren haben wie der. Der hat ja viel bessere. Sieben? Der hat 7, 6, 5. Alter, wie viel Herze? Da bin ich ja sowas von RIP jetzt. Verteilen, ja. Boah, das wird jetzt aber richtig schwierig. Ich glaube, da habe ich jetzt nicht so eine Chance. Also vielleicht schon, aber schwierig. Maschine erledigt. Okay, ich kann's schaffen. Du bist dran. Und weg damit. Tja, meine Strategie geht wohl nach hinten los. Ich wünschte, ich hätte das vorher durchdacht. Oh, jetzt nehmen wir den in der Mangel. Oh. Eine weniger. Lass mich mal nachdenken. Und runter vom Brett, Freundchen. Schätze, ich bin am Zug. Eine weniger. Gerade dachte ich, es hätte alles funktioniert. Dann kommst du und machst sowas. Ja, natürlich. Das war fantastisch. Du hast mich auf allen Brettern geschlagen. Yes. Ein Preis für die Siegerin. Und one try. First try, meine ich. Ja, ich habe neue Figuren bekommen. Das hat Spaß gemacht. Will niemand eine Runde Streit spielen? Irgendwer? Ich hab dich jetzt platt gemacht. Ach ja, habe ich neue Figuren gewonnen. Danke, danke. Ich habe Bretter vorbereitet, falls jemand eine Runde Streit spielen will. Das Game ist schon dein Ding, oder? Naja, ist bestimmt am Anfang noch leicht. Warte ab, wenn die anderen Figuren kommen. Ach, guck mal, welche ist. Hast du Linsen gefunden? Ich arbeite dran. Ja, das stimmt. Alvin erkennt Alvin nicht mehr mit einem Schild. Sag doch gar nichts. Keine Ahnung. Beobachte nur.
die Wertgegenstände. Die kann ich anscheinend beruhigt verkaufen. Mit einer wahren Maschinenjägerin handelt man doch gern. Niederschlagpräzisionspfeile sind für einen deiner Scharfschussbögen verfügbar. Diese Pfeile verursachen weniger Schaden als Standardtypen, haben aber eine hohe Niederschlagskraft, durch die die Gegner ins Taumeln bringen oder sie leichter niederschlagen kannst. Denk dran, auf die Beine zu zielen. Boah. Sammeltasse und so weiter gibt es auch wieder. Ja, also das Symbol auf jeden Fall. Sammelsachen gibt es auf jeden Fall, ja. Ja, die Tassen sind wieder da. Ja, ich habe eine Sache schon gefunden. Es gibt auch wieder diese blumenartigen Metalldinger da. Die kannst du auch wieder sammeln, habe ich auch schon wieder gesehen. Kann ich aber noch nicht nutzen, weil irgendwie funktioniert das noch nicht. Bin ich noch nicht so befugt dazu, das zu sammeln. Aber hier sind sehr viele unbekannte Nebensachen noch. Also das wird schon echt lange gehen. Ja, das wird lange gehen. Metallblumen. Ja, die sind auch wieder da. Habe ich zwei schon gefunden, aber ich konnte leider noch nichts machen. Ja, was denn, Elrolfe? Willkommen zurück, Bubbles. Doch, Lisa sammelt Tassen. Wow. Wir eine Runde Maschinenstreit. Ach, da oben kann ich auch noch hin. Lass uns handeln. Heilmittel für Ja, zeig mal. Gesundheitstrank, Reinigungstrank. Okay. Stoffe. Ganz sicher? Ja. Letzte Chance. Ölix von dir. Nö. Gerber ist ja auch, mal sehen. LKW umgehauen auf der Autobahn. Puh. Ich hoffe, niemand wurde verletzt. Oh, habe ich vom Belegen habe ich Hunger. Das glaube ich. Ich habe genau das Richtige für. Ja, zeig mal, ich will sehen. Kaufen. Nora Wachposten. Ich bin halt so ein nicht genug Rohstoffe. Verdammt. Himmelsgleiter Zirkulator. Bitte was? Was? Würde gerne alles kaufen und sammeln. Ich bin stets zum Handeln bereit. Ja, ich habe leider die Materialien gerade nicht. So, was wollte ich gerade schauen? Wegen den Waffen, ne? Ich habe jetzt... Das hier neu. Der schmetternde Scharfschussbogen. Und ein Scharfschussbogen. Der hat hier mehr Funktionen. 20 und der hätte noch dieses Taumeln. Das hätte ich gerne. Wäre nämlich taktischer besser. Bis bald. Die Sonne schütze dich. Boah. Nee, ist alles gut gegangen, selbst der LKW ist noch komplett heil. Hab alle lieb, so gesagt. Ich hab dich auch lieb hier. Nee, ich gehe im Schatten. Schatten ist angenehmer. Richtig tief? Was machen die da? Da ist Erend. Er hat wohl einiges intus. Und hat wieder gesoffen. Mach dich nicht lächerlich, Soldat. Retterin! Retterin! Meine Liebe des Morgens.
Retterin. Nur du kannst helfen. Carnova. Sie ist Meridians Retterin, nicht deine. Nenn mich einfach Aloy. Was willst du? Niemand hört mir zu, ja. Aber... Die Eklipse. Sie sind im Schrecken. Ernsthaft, Carnova? Aloy ist es, die sie besiegt hat und du nervst sie mit diesem Blödsinn? Einige sind wohl nach Westen nach der Schlacht bei der Flamme. Eine der Wachen, Laruvik, schlich sich fort und traf sich mit einem. Ich wollte lauschen, aber sie sahen mich. Und dann wollte Hast du mich auch lieb? Für 3,99? Ja, Keks. Wehrte mich. Entschuldigung. Es hieß er oder ich. Leider gibt es nichts Handfestes, das Laruvik mit der Eklipse verbindet. Und das Nein, das war ein Scherz. Auch. Verurteilte, nur sah ihn zum Tode. Woher weißt du, dass Laruvik für die Eklipse arbeitet? Also, ich konnte zwar nicht alles hören, aber beide sagten das Wort Eklipse. Also für mich klingt das schon verdammt weit hergeholt. Er schreibt Eklipse und schon entkommt man der Todesstrafe. Ich habe keine Angst vorm Tod. Aber wenn wir das ignorieren, werden auch andere sterben. Losen wir. Das ist eher Flaschenwasser. Okay, fang mal von vorne an. Sag mir genau, was passiert ist. Vor Wochen schlüpften beim Schichtwechsel Eindringlinge vor. Bis wir das bemerkten, waren sie schon fast aus der Schlucht. Nosa wollte sie aber nicht verfolgen. Um die kümmern sich die Tenakt, meinte er. Nosa lässt sich nicht ablenken. Er straffte die Streifenpläne, tadelte die Wachposten und es ging weiter wie immer. Als Ekel schmecken würde, okay. Aber mir ging das nicht aus dem Kopf. Keiner von uns arbeitet schlampig. Also ließ es jemand absichtlich offen. Und Laruvik, nun, er mault immer über Offiziere, aber bei der Sache blieb er still. Und nach dem Vorfall verhielt er sich plötzlich anders, nervös. Als er sich eines Nachts aus der Kaserne schlich, folgte ich ihm. Ich sah, wie er mit einem Fremden stritt. Und als Laruvik die Eklipse erwähnte, wollte ich näher ran, aber sie hörten mich. Der Fremde floh und Laruvik griff mich mit dem Messer an. Ich wehrte mich. Wachen hörten den Lärm und sahen mich bei seiner Leiche stehen. Oh, das ist natürlich ungünstig, ne? Alles Tarnung ist klarer. Bei mir fängt es wieder an zu stürmen. Oh je. Ja, aber Dosenwasser wäre sicher voll gut. Ich weiß nicht. Glaub nicht, das wäre so, würde doch so blechig schmecken, oder? Warum glaubst du ihm nicht? Wir waren im Wald, haben Laroviks Bett durchsucht, mehrmals, und nichts gefunden. Also, Kanova ist ein guter Mann. Ich halte ihn nicht für einen kaltblütigen Mörder. Aber für Nosa zählen nur Fakten. Und Kanova hat Laruvik nun mal getötet. Er bestreitet das nicht, richtig? Nein, aber da draußen sind noch mehr Eklipse. Wenn es keine Beweise für diese ganze Eklipse-Sache gibt, also Tote kann man nicht befragen. Nosa ist mit der kommenden Gesandtschaft schon ausgelastet und will keine Ablenkung. Aber wenn du Eklipse-Soldaten siehst, die im Wald Pläne aushecken, dann sag Bescheid. Okay. Hast du bei diesem Treffen irgendetwas über ihre Pläne gehört? Nein. Aber die Lichtung liegt gleich östlich von hier, am anderen Ufer. Da haben bereits ein Dutzend Soldaten gesucht. Dort ist nichts. Ich kann Dinge sehen, die andere nicht sehen. Wenn Eklipse im Schrecken sind, finde ich sie. Vielen Dank, Aloy. Die Sonne segne dich. Bitte nicht, ich mag die Sonne nicht. Lass mich mit der Sonne in Ruhe. Ich kriege immer Kopfschmerzen davon. Seht ihr? Kaum rede ich davon. Blendet die mich. Ab hier darf niemand weiter. Befehl von Kommandant Nosar. Okay. Dann halt nicht. Sonne ist gleich Sonnenbrand und die blendet. Ja, ich krieg auch immer Sonnenbrand. Tatsache. So, wir haben uns jetzt hier alles angeschaut. Machen wir zuerst das hier. Bevor ich zu Ehren gehe.
Was ist eigentlich hier eine Werkbank? Ich bräuchte mal eine. Geil. Es gibt Wasser in der Dose. Weiß nicht, ob das schmeckt. Wahrscheinlich kaufst du dich dann eher dumm und dämlich.